Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Im Bereich der Beziehungen könnte der Stier feststellen, dass ein enger Freund oder romantischer Partner heute nicht besonders kommunikativ ist. Dieser Mangel an Kommunikation könnte Stiere dazu bringen, sich zu fragen, ob die geliebte Person noch etwas für sie empfindet. Es ist wichtig zu erkennen, dass die betreffende Person möglicherweise Schwierigkeiten hat, die mit finanziellen Problemen zusammenhängen und die ihre Stimmung und ihre Fähigkeit, sich zu engagieren, beeinträchtigen. Obwohl es für Stiere ganz natürlich ist, dass sie sich Sorgen machen, ist es in solchen Situationen am besten, für ihren Freund oder Partner da zu sein. Zuzuhören, wenn die andere Person reden möchte, kann eine dringend benötigte Unterstützung sein. Manchmal ist die bloße Anwesenheit und Verfügbarkeit der beste Weg, um zu zeigen, dass man sich kümmert. Die Ausrichtung der Planeten deutet darauf hin, dass der Stier heute einige nachdenklich stimmende Momente erleben wird. Es ist möglich, dass plötzlich eine neue Anziehungskraft in ihr Leben tritt oder dass sie einer alten Flamme aus der Vergangenheit begegnen. Unabhängig von der Situation sollten Stiere sich selbst treu bleiben und ihre Handlungen sorgfältig abwägen. Anstatt sich in der Hitze des Gefechts mitreißen zu lassen, sollten sie sich bemühen, achtsam mit ihren Gefühlen und Handlungen umzugehen. Regelmäßige Bewegung und eine gesunde Ernährung helfen dabei, die Balance zu halten und gute Entscheidungen zu treffen. Stiere werden oft als verlässliche Führungspersönlichkeiten und Quellen der Weisheit angesehen. Sie haben die einzigartige Fähigkeit, die Wahrheit zu vermitteln und ehrliche Ratschläge zu geben. In der heutigen Zeit blicken die Menschen auf Stiere, wenn es um Führung und Einsicht geht. Für Stiere ist es wichtig, dass sie eine solide Richtung vorgeben und dass ihre Ratschläge auf Ehrlichkeit und Integrität beruhen. Ihre Führungsqualitäten können einen großen Einfluss auf ihre Mitmenschen haben, deshalb ist es wichtig, dass sie eine vertrauenswürdige und authentische Informationsquelle sind. Das Horoskop der Woche legt nahe, dass Stiere offen für unerwartete Gelegenheiten sein sollten. Auch wenn diese Gelegenheiten keine weltbewegenden Wunder sind, können sie positive Veränderungen in ihrem Leben bewirken. Der Stier sollte diese Zeit mit Vorfreude und der Bereitschaft, neue Möglichkeiten zu erkunden, angehen. Selbst die kleinsten Veränderungen können einen Hauch von Magie in ihr Leben bringen, vorausgesetzt, sie bewahren die richtige Einstellung und passen sich den sich verändernden Umständen an. Offenheit für das Unerwartete kann zu Momenten der Freude und des Staunens führen, die das tägliche Leben erhellen. Außerdem ermutigt der Einfluss des wässrigen Krebsmondes den Stier dazu, einen Schritt zurückzutreten und langsamer zu werden. Es ist eine Zeit der Ruhe, der Entspannung und der Selbstfürsorge, um sich zu heilen und seinen Geist zu pflegen. Das Leben ist kein Wettlauf zur Ziellinie, und Stiere sollten die Gelegenheit nutzen, sich zu entspannen und die heilende Energie aufzusaugen. Der Krebsmond unterstreicht, wie wichtig es ist, sich den ganzen Tag über um sich selbst zu kümmern. Wenn Sie sich Zeit nehmen, um sich auszuruhen und Ihr Wohlbefinden zu pflegen, kann das Ihr Gefühl von Stabilität und Zufriedenheit stärken. Stiere könnten auch in der Stimmung sein, ein kleines Treffen zu veranstalten, bei dem Freunde zusammenkommen, die über die Jahre hinweg eine große Stütze und Stärke gewesen sind. Diese Zusammenkunft kann eine sinnvolle Art sein, die Wertschätzung für diese geschätzten Beziehungen zu zeigen. Wenn der Stier alleinstehend ist, könnte er ausgewählte Personen einladen, die für Unterhaltung und einen Hauch von Romantik sorgen können. Der Schlüssel dazu ist Spontaneität und das Feiern der Bindungen, die Freude und Stabilität in ihr Leben gebracht haben.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Stiere für ihre Sachlichkeit, Stabilität und Sinnlichkeit bekannt sind. In ihren Beziehungen sollten sie geduldig und verständnisvoll sein, wenn ihre Liebsten mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, und ihnen durch ihre Anwesenheit Unterstützung bieten. Stiere werden daran erinnert, sich selbst treu zu bleiben, vor allem in Herzensangelegenheiten, und ihre Bodenständigkeit durch körperliche Aktivität und eine gesunde Ernährung zu erhalten. Ihre Führungsqualitäten sollten sie dazu nutzen, denjenigen, die sie um Rat fragen, ehrliche Ratschläge zu erteilen und ihnen die Richtung vorzugeben. Das Horoskop unterstreicht die Notwendigkeit, für unerwartete Gelegenheiten offen zu sein, denn selbst kleine Veränderungen können einen Hauch von Magie in ihr Leben bringen. Schließlich ermutigt der Krebsmond den Stier, sich selbst zu pflegen und sich Momente der Ruhe zu gönnen, um seinen Geist zu verjüngen. Das Leben ist kein Sprint, sondern eine Reise, die man in einem gemächlichen Tempo genießen sollte. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Der König der Stäbe ist eine Karte, die Charisma, Führung und eine starke, feurige Energie verkörpert. Diese Karte steht für eine Person, die selbstbewusst und dynamisch ist und oft eine geborene Führungspersönlichkeit. Für den heutigen Tag legt der König der Stäbe nahe, dass du deine inneren Führungsqualitäten kanalisieren und die Verantwortung für die Situationen übernehmen solltest, in denen du auftauchst. Sei selbstbewusst und durchsetzungsfähig in deinem Handeln und nutze deine kreative und leidenschaftliche Energie, um deine Ziele zu verfolgen. Die Sonnenkarte ist ein Symbol für Freude, Erfolg und Erleuchtung. Sie steht für eine Zeit des großen Glücks, der Klarheit und des Überflusses. Wenn diese Karte erscheint, bedeutet das, dass du dich in einer Zeit der Positivität und Erleuchtung befindest. Die Sonne zeigt an, dass du heute in der Lage bist, dich im Licht des Erfolgs zu sonnen und die einfachen Freuden des Lebens zu genießen. Es ist ein Tag voller Optimismus und Wohlbefinden. Die Turmkarte hingegen ist eine Karte der plötzlichen und oft unerwarteten Veränderungen. Sie steht für einen Umbruch in deinem Leben, der alte Strukturen aufbricht, um Platz für neue zu schaffen. Diese Karte kann beunruhigend sein, aber sie führt letztendlich zu Wachstum und Veränderung. Für den heutigen Tag deutet der Turm darauf hin, dass eine plötzliche und vielleicht erschütternde Veränderung bevorstehen könnte. Es könnte sich um eine Änderung deiner Pläne, eine Enthüllung oder ein unerwartetes Ereignis handeln, das die Dinge durcheinander bringt. In ihrer Beziehung zueinander zeigen diese Karten eine Geschichte von Herausforderungen und Chancen. Der König der Stäbe ermutigt dich, deine starken Führungsqualitäten und deine feurige Energie zu nutzen, um alles zu meistern, was auf dich zukommt. Die Sonne verleiht dem Tag ein Gefühl von Positivität und Freude und gibt dir die Kraft, Herausforderungen zu meistern. Der Turm warnt jedoch davor, dass trotz des Optimismus unerwartete Störungen auftreten können. Er erinnert dich daran, anpassungsfähig zu bleiben, Veränderungen anzunehmen und deine Führungsqualitäten zu nutzen, um Herausforderungen mit Zuversicht und Widerstandsfähigkeit zu begegnen.
Der heutige Tag kann sowohl unerwartete Veränderungen als auch Chancen für persönliches Wachstum und Transformation bringen.